Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Und zwar, ja, es ist mal wieder 3 Monate vorbei und das heißt Glossybox Man. Und ja, wir machen mal wieder die Glossybox Man auf. Und bin gespannt, was da drin diesmal drin ist. Auf jeden Fall wieder eine coole Box. Und natürlich wieder Werbung, die kein Mensch braucht. So schaut die Box aus. Ja, ne? Gut, könnte auch mal ein bisschen besser sein, aber ja. Schauen wir mal. Machen wir mal die Schleifchen auf. Und dann schauen wir mal, was Glossy Box Man zu schreibt. Let's freshen up. Draußen wird es wärmer. Nein. Sonne kitzelt im Bad. Nein. Und die Luft duftet nach den ersten Radtouren. Der Frühling kommt. Und mit ihm deine neue Glossy Box Man. Die diesmal voller pflegender und schicker Überraschungen für Haar und Haut steckt. Damit ist es Zeit für einen Fellwechsel, oder? Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Man Team. So, schauen wir doch mal, ne? Ich wäre ja eigentlich mal wieder für ein Parfüm. Also das Parfüm, was da letztens drin war, das ist richtig geil. Ja, und schon haben wir ein Parfüm. Ritual. Bin ja gespannt. Schauen wir mal, wie es riecht. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht der beste Duft, aber ist auch trotzdem okay. So, was haben wir hier? Beauty Institute Detox Max Maske. Meeresalge und Leinöl. Ja, hier hat man eine Maske. Unterstützt den Zellerneuerungsprozess und bietet antioxidativen Schutz. Genau, das ist eine Maske mal. Oh, muss doch sagen, riecht echt gut. Was haben wir hier? Haargel oder was? Jawohl. Got to be. Boah, ich habe jetzt schon so viel Haargel. Ich müsste auch mal. Got to be Man oh Man Textur Clay. Ja. Also mal wieder Haargel. Also Haargel brauche ich gar nicht mehr kaufen. Weil. Ja. Was ist das? L'Oreal Man Expert Power Duschgel. Intensiver Duft, 100% Körper, Gesicht, Haare. Oh. Riecht gut. Bloß es läuft gerade hier aus. Das wollte ich jetzt nicht.
So, also es riecht auf jeden Fall gut. L'Oreal Melon Expert. Und ja, auch wieder was Gutes. Also Parfüm und Duschgel läuft eigentlich bei mir immer. Also ich glaube eigentlich bei jedem, oder? Ja gut, okay, vielleicht Parfüm nicht, aber so Duschgel oder Haargel, das glaube ich, braucht doch eh jeder Mensch. Anti-Haarverlust-Shampoo. Mit NHE-Pflegeformel und vitalisierendem Ginkgo. Fördert das Haarwachstum, stärkt die Widerstandskraft, aktiviert die Haarwurzel. Da kann ich in the Bad. Nein. Erblich bedingt? Na gut, das habe ich ja nicht. Ist das jetzt ein Shampoo für Haare, oder wie? Also ist auf jeden Fall von Sebamed. Darf auch nur alle 2 Tage das verwenden. Und auch nicht so viel. Ne? Weil das dann rötlich werden kann und jucken kann. Also weil das die Kopfhaut dann vielleicht nicht verträgt. Und dann kommen wir schon zum letzten Produkt. Trockene Haut Extremien Schaum. Es ist Schaum, der auf die Haut kommt. Okay. Bin gespannt. Naja. Sogar noch eine Gebrauchsanweisung oder was? Mindestens zweimal täglich auf die trockene Haut auftragen. Naja. So, jetzt schauen wir mal, wie teuer das ja alles so ist. Also, das Parfüm kostet. Achso, was ist denn das eigentlich? Das ist 0,3. Ah, 10 Milliliter. Boah, alter Schwede. 10, diese Flasche hier, ja, hat 10 Milliliter. So wie die jetzt ist, kostet 9,50 €. Und das Originalprodukt kostet 39 €. So, dann L'Oreal Man Expert, das Duschgel. Kostet 2,99 €, 300 Milliliter. Jawohl, das ist ein volles Produkt. So, der Sebamed Anti-Haarverlust Shampoo kostet das Originalprodukt 4,95 €. Ja, das ist das Original. Oh, das ist das Originalprodukt von Sebamed. So, dann die rein trockene Haut. Alter. Boah. Also so wie die Flasche jetzt ist, kostet sie im Laden 29,50 €. Boah. So, dann hätten wir noch Got to be Man to Man. Das Haargel kostet 3,99 €, 100 Milliliter. Also ist wieder ein volles Produkt.
Und Dr. Scheller, Aganoi und Amaranth, Antifalten, Pflegenacht. Na gut, das brauche ich nicht. Aber hier, die Maske ist gar nicht drin, ne? Gratis dazu vielleicht. Ja, wieder tolle Sachen dabei, die ich auch gebrauchen kann. Also freut mich, die Glossybox. Und alle 3 Monate reicht vollkommen aus. Richtig cool gemacht. Freut mich, freut mich, freut mich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann seid ihr jetzt dran und macht einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.